Hallo Freunde, hallo Kollegen, willkommen. Darf ich euch vorstellen, Stukan MicroClock Atom O auf ihrem Computertisch. Wenn Sie das Video anschauen, wissen Sie, wie man so etwas selber bauen kann. Alles, was man dazu braucht, wird man in einem Ordner unter dem Video, in der Datei unter dem Video finden. So, ich schließe die Stromverbindung an mit Micro-USB-Anschluss. Wie leuchtet hier die blaue LED? Sobald die Verbindung hat, leuchtet die LED nicht mehr. Und wir bekommen hier die aktuelle IP-Adresse. 186.0.120 in dem Fall. Nach 20 Sekunden haben wir die aktuelle Zeit. Die Zeit wird von dem deutschen Zeitserver geholt. So, jetzt. So, wir werden das jetzt alles auseinanderbauen, um euch zu zeigen, wie das alles aussieht. Also das Gehäuse besteht aus zwei solchen Teilen, die Sie zu Hause ausdrucken können. Die STL-Files bekommen Sie von mir. Und so sieht das aus. Das ist einfach nur ein ESP8266D1 Mini. Wie das alles zusammen verbunden sein soll, zeige ich euch dann. Und ESP-WMS-DNS Mini wird einfach da reingeschoben. Oben wird der Display sozusagen so eingesteckt und mit dem Deckel wird das zugemacht. So, jetzt machen wir das Wichtigste. Zuerst zeige ich euch, was man dazu braucht, wenn man so ein Stukan MicroClock bauen will. Zuerst der Mikrocontroller. Für das Gehäuse, das ich hier für die MicroClock entwickelt habe, passt am besten so einen D1 Mini. WMOS D1 Mini heißt der Mikrocontroller. Es passt alles, was ESP8266 hat, eigentlich. Wichtig, dass die Pins richtig verbunden sind. Aber, wie gesagt, wenn man das genauso bauen will, dann empfehle ich das hier. Und dann braucht man noch einen 0,96 Zoll OLED-Display. Was das alles kostet, sieht man hier. Wichtig ist noch, welche Zeitserver ich genommen habe, als ich die Uhr programmiert habe. Vielleicht mache ich noch weitere Updates, wo man den Zeitserver selbstständig programmieren kann. Aber zuerst haben wir das, was wir jetzt haben. Mit dem, was wir jetzt haben. Ich habe einfach mal nachgeschaut und dann habe ich Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Zeitserver gefunden. Ja. Und das habe ich ja programmiert. Jetzt zu dem Case, das ich für das ESP8266 entwickelt habe. Wie gesagt, es wird alles ausgedruckt. Und so müsste das alles aussehen. Besteht aus zwei Teilen. Hier ist das Loch, wo die ESP8266 die LED-Anzeige hat. Wenn die jetzt leuchtet, dann hat die Uhr keine Verbindung. Ich glaube, dass ich das schon gesagt habe. Okay. Und dann gibt es natürlich zu dem Projekt zwei STL-Files. Die habe ich ja schon geöffnet hier. Das ist das Gehäuse. Ja. Und das ist das Deckel praktisch. Genau. Ich habe schon mal nachgeschaut, wie lange es dauert, bis es gedruckt wird. Also 25 Minuten. Ist kein Problem. Es wird nicht zu viel Material verbraucht. Das wollte ich damit sagen. Genau. Jetzt kommt das Wichtigste. Wie man die Uhr jetzt flashen kann. Es gibt ein freies Programm. Es ist kein Problem. Darf man ausführen. Ist alles gut. Einfach mal am besten als Administrator ausführen lassen. Und dann einfach mal schauen, wo der USB-Kabel jetzt, an welchem COM-Port das jetzt angeschlossen wird. Normalerweise wird das automatisch erkannt. Das ist jetzt bei mir auf dem COM-Port 7. Gehen wir auf Config. Und dann wird das mit dem Projekt natürlich die Datei jetzt mitgeliefert sein. Einfach die Datei auswählen. Dann klicken wir wieder auf den, dann auf Flashen halt. Auf die Schaltfläche und dann auf Flashen.
Also wir sehen, dass die Uhr einfach dabei stehen bleibt. Dann ein bisschen das Handy rausholen. So. Nach dem Flashen ein bisschen die Verbindung kappen. Dann wieder anschließen. Und dann nochmal das Handy rausholen und auf die IP-Adresse gehen. Einfach zuerst einfach nach der verfügbaren SSID schauen. Stukan Microclock sehe ich da gerade. Ich habe das jetzt da drauf geklickt und auf. Dann hört man so ein Signal. Dann zeigt man das hier. Dabei muss man wahrscheinlich die IP-Adresse, Passwort stukan.de eingeben. Dann hört man das hier. Ich habe das schon mal angegeben und das ist schon gespeichert auf meinem Handy. Und dann geht man auf die mit einem Webbrowser. Bei mir ist das Google jetzt gerade. Öffnet man einfach 192 168 4.1. Das zeigt die Uhr hier. Ja, jetzt. So, jetzt habe ich das alles eingetragen. Und dann einfach Save und dann auf Reboot. Zuerst auf Save und dann auf Reboot. So, dann sehen wir, dass die Uhr jetzt aktuelle IP-Adresse bekommen hat. Jetzt gehen wir auf den Webinterface von dem Uhr und wir sehen, dass es jetzt alles läuft. 17:55 Uhr. Also das heißt, dass die Zeitzone schon programmiert wurde. Wenn wir jetzt auf Home gehen, können wir die Zeitzone verändern. Wir sehen das jetzt zwar jetzt gerade. Wenn wir jetzt 1 haben, dann wird das 16:55 Uhr. 56. 2. 17:56 Uhr. Wie gesagt, die Uhr ist sehr, sehr präzise. Funktioniert wunderbar und das sieht auch schön aus. OLED-Display ist so schön hell. Und einfach unverzichtbar auf jedem Computertisch. Also bei mir steht es die ganze Zeit. Und es ist direkt an dem Computer angeschlossen. Ich bin super zufrieden mit dem Ding. Empfehle ich euch weiter, den Projekt. Machen Sie das. Und wenn Sie das ge gemacht haben, seien Sie so lieb. Hinterlassen Sie wenigstens ein Like, weil es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Danke, dass Sie das Video angeschaut habt. Bleibt gesund und munter. Bleiben Sie stark in den schweren Zeiten, dass wir jetzt gemeinsam erleben. Alles, was man da in den Nachrichten sieht, ist einfach schrecklich. Ich kann es einfach nicht normal ertragen. Ich bin einfach krank von den Nachrichten. Bleiben Sie gesund und munter, Leute. Vielen Dank. Ciao.